So, herzlich willkommen zur Vorlesung Schuldrecht 1, Vertragsschuldverhältnisse. Wir haben den 6. Juni und wir werden uns heute befassen mit dem Schuldner. Wir müssen aber, bevor wir zum Schuldner kommen, noch einen Rest zum Gläubiger machen, weil da wir letzte Woche nicht ganz fertig geworden sind. Wenn wir zu schnell sind, kommen wir zu den Dritten. Wenn wir nicht zu schnell sind, kommen die plangemäß morgen dran. Ja? So, bevor wir aber mit dem neuen Stoff anfangen, kommt zunächst nochmal die Wiederholung vom Stoff der letzten Stunde. Da schauen wir mal, was da so hängen geblieben ist. Wenn überhaupt etwas. Die erste Folie befasst sich mit dem Widerrufsrecht. Sie erinnern sich, Widerrufsrecht war geregelt 355 folgende. Und wir haben gesprochen letzte Woche über die Rechtsfolgen. Vorletzte Woche, beziehungsweise Anfang letzter Woche, haben wir gesprochen über die Voraussetzungen. Dementsprechend bezieht sich diese Folie auch nur auf die Rechtsfolgen des Widerrufs. Ja, schauen wir mal, was da so hängen geblieben ist. Ja, fangen wir mal mit der ersten Aussage an. Nach einem Widerruf muss der Verbraucher die vorhergezogenen Gebrauchsvorteile ersetzen. Wo haben wir über Gebrauchsvorteile gesprochen? Im Zusammenhang mit welcher Regelung? Ja? Ja? Beim Rücktritt, und wo steht es da genau? Jo, nicht Absatz 2, auch nicht Absatz 3, sondern da auch, ja, aber es steht auch in 346 Absatz 1, wenn Sie nämlich da lesen, dann muss er die Leistungen zurückgewähren, und die gezogenen Nutzungen. Das heißt, Gebrauchsvorteile sind Nutzungen und die muss ich im Rücktritt zurückgewähren. Wenn wir uns jetzt die Rechtsfolgen des Widerrufs angucken, sehen wir erstmal 355 Absatz 3, der sagt, ich muss die Leistungen zurückgewähren. Dann sehen wir 357, der sagt noch, ich kriege die Transportkosten zurück, aber dafür gibt es keine Anspruchsgrundlage im BGB. Sie dürfen auch keine andere Anspruchsgrundlage analog nehmen. Es gibt keinerlei Rechtsgrundlage dafür, dass der Verbraucher die Gebrauchsvorteile herausgeben muss. Wenn Sie also widerrufen, müssen Sie nur die Sache zurückgeben, nicht die gezogenen Nutzungen in Geld ersetzen. Zweitens, nach einem Widerruf kann der Verbraucher Verwendungen auf die erworbene Sache ersetzt verlangen. Wo hatten wir das schon mal mit diesen Verwendungen? Ja? Ja, auch beim Rücktritt 347, welcher Absatz? Ein? Zwei. 347 Absatz 2 sagt, wenn Sie eine Sache haben und reparieren die, weil die schön werden soll, dann kriegen Sie die Reparaturkosten ersetzt, wenn Sie zurücktreten und die zurückgeben müssen. Im Widerrufsrecht gibt es schon wieder keine Anspruchsgrundlage dafür. Das heißt, im Widerrufsrecht gibt es auch keinen Verwendungsersatz. Ja? Also merken Sie sich, im Rücktritt werden Nutzungen ersetzt, da werden Verwendungen ersetzt, im Widerruf alles nicht. Da wird einfach nur die Sache zurückgegeben und alles andere ist egal.
Nach einem Widerruf kann der Verbraucher Zinsen auf den Kaufpreis verlangen. Auch das hatten wir im Zusammenhang mit dem Rücktritt. Was ist denn die Anspruchsgrundlage dafür, wenn Sie vom Verkäufer Zinsen auf den Kaufpreis verlangen wollen, den Sie an ihn gezahlt haben? Ja? Ja, es kann 347 Absatz 1 Satz 1 sein, wenn er das Geld nicht richtig angelegt hat und Sie sagen können, ein vernünftiger Mensch hätte es mit Zinsen angelegt. Wenn er es aber normal angelegt hat, was ist dann die Anspruchsgrundlage? Wenn er, sagen wir mal, das angelegt hat auf ein Tagesgeldkonto bei, sagen wir mal, der Commerzbank und kriegt dafür 0,5% Zinsen, wonach kriegen Sie die 0,5, die er wirklich gekriegt hat? Ja? Ja, 346 Absatz 1. Auch die Zinsen sind Nutzungen im Sinne dieser Norm. Das heißt, im Rücktrittsrecht kriegen Sie Zinsen auf den Kaufpreis, die der Verkäufer erzielt hat. Im Widerrufsrecht keine Anspruchsgrundlage. Also, Sie sehen, das Widerrufsrecht ist von der Rechtsfolge her deutlich einfacher als der Rücktritt, weil Sie kriegen nur die Sache zurück und der andere kriegt das Geld zurück. Ja? Einfach. Wo es keine Anspruchsgrundlagen gibt, stellt sich das Problem nicht. Aber nach einem Widerruf kann der Verbraucher die Hinsendekosten, Versand der gekauften Sache zu ihm, ersetzt verlangen. Was ist dafür die Anspruchsgrundlage? Hinsendekosten, Versand der gekauften Sache vom Unternehmer zum Verbraucher. Ja? Ja, könnte man so sagen. Satz 2 sagt uns, dies gilt nicht, sobald dem Verbraucher zusätzliche Kosten entstanden sind, weil er sich für eine andere Art der Lieferung als die Standardlieferung entschieden hat. Das meint sowas wie Expresslieferung, das heißt, das würde er nicht kriegen. Er kriegt aber, wenn üblicherweise per DHL versendet wird, die DHL-Kosten. Also wenn Sie jetzt den Premium-Versand wollen, sofort, kriegen Sie das nicht. Sie kriegen immer nur die DHL-Kosten. 357 Absatz 2 Satz 1, das ist die einzige Erweiterung gegenüber dem Rücktrittsrecht. So, wir haben aber noch über weitere Sachen gesprochen, nämlich über die Frage von Wertersatz. Ja, schauen wir mal. Es waren zwei Aussagen richtig. Fangen wir mit der ersten Aussage an. Der Verbraucher muss nach dem Widerruf immer Wertersatz leisten, wenn die Leistung des Unternehmers in einer Tätigkeit bestand. Worauf spielt das an? Welche Regel aus dem Rücktrittsrecht sagt uns sowas Ähnliches, dass man immer Wertersatz leisten muss, wenn man eine Tätigkeit bekommen hat? Eine Theatervorführung, eine Taxifahrt. Eine Heilbehandlung durch einen Arzt. Wie ist das im Rücktrittsrecht? Ja. Aber auch bei der 46 Absatz 2
Ja, 346 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 sagt uns nämlich, statt der Rückgewehr ist Wehr zu leisten, wenn die Rückgewehr nach der Natur des Erlangten ausgeschlossen ist. Sie können eine Dienstleistung nicht zurückgeben, weil wenn Sie bekommen haben, ist die halt weg. Das heißt, im Rücktrittsrecht gibt es immer Wertersatz, wenn die Pflicht in einer Tätigkeit bestand. Wie sieht das jetzt beim Widerruf aus? Ja? Ja? Ja, 357 Absatz 8 sagt, widerruft der Verbraucher einen Vertrag unter anderem über die Erbringung von Dienstleistungen, so schuldet der Verbraucher dem Unternehmer Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachten Leistungen, wenn der Verbraucher von dem Unternehmer ausdrücklich verlangt hat, dass dieser mit der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Dann geht es weiter. Der Anspruch besteht nur, wenn er ordnungsgemäß informiert worden ist über sein Widerrufsrecht. Das bedeutet, das Gesetz geht von dem Normalfall aus, wenn Sie eine Dienstleistung im Fernabsatz bestellen oder als Haustürgeschäft, dann müssen Sie erst mal 2 Wochen warten, innerhalb derer Sie widerrufen können, und erst dann fängt der Unternehmer seine Tätigkeit an. Wenn der schon vorher anfängt, macht er das auf eigenes Risiko, denn wenn Sie dann widerrufen, bekommt er keinen Cent. Einzige Ausnahme, Sie werden darüber belehrt, dass Sie ein Widerrufsrecht haben und auf das Widerrufsrecht verzichten, wenn er sofort anfängt. Wenn Sie das machen, sind Sie selber schuld, dann haben Sie ihn selber aufgefordert und haben auf Ihr Widerrufsrecht verzichtet. Dann haben Sie kein Widerrufsrecht. Sie haben ein Widerrufsrecht, müssen aber Wertersatz leisten. So müssen wir es sagen. Ja? Ansonsten, wenn der einfach anfängt, ohne dass Sie ihn ausdrücklich aufgefordert haben und darüber belehrt worden sind, dass Sie Wertersatz leisten müssen, müssen Sie nichts dafür zahlen. Sie kriegen kostenlos die Dienstleistung. Gucken wir uns die zweite Aussage an. Der Verbraucher muss nach dem Widerruf immer Wertersatz leisten, wenn die Sache bei ihm beschädigt wurde oder untergegangen ist. Welche Norm aus dem Rücktrittsrecht sagt uns, dass es beim Rücktritt so ist? Ja? Ja, Paragraph 346 Absatz 2 Nummer 3. Wenn sich der Gegenstand verschlechtert hat oder untergegangen ist, ist statt der Rückgabe Wertersatz zu leisten. Wie ist das jetzt im Widerrufsrecht? Wann müssen Sie da Wertersatz leisten? So ist es. Also, erste Voraussetzung, Sie müssen einen Umgang mit der Sache führen, der nicht zum Ausprobieren erforderlich ist. Sie müssen also, wie soll man sagen, besonders brutal damit umgehen. Oder die mal ins Wasser schmeißen, also Sie haben ein Handy gekauft und schmeißen es mal ins Wasser, um zu gucken, ob es wasserdicht ist und sagen, ach, kaputt. Dann wird man sagen, das ist nicht der typische Testgebrauch. Bemerkenswert ist aber auch die zweite Nummer, wenn Sie mal gucken, und der Unternehmer über das Widerrufsrecht informiert hat. Diese Norm sagt uns, wenn Sie nicht belehrt worden sind über Ihr Widerrufsrecht und dann das Handy mal in die Badewanne schmeißen oder vor den LKW schmeißen, dann müssen Sie für das kaputte Handy keinen Cent bezahlen. Das heißt, Sie kriegen Ihr Geld zurück und der kriegt die Reste vom Handy, was LKW überfahren worden ist. Das heißt, wenn Sie nicht über das Widerrufsrecht belehren, ist das ziemlich fatal für Sie als Unternehmer. Sie riskieren, dass die Sache kaputt geht und dafür gar nichts kriegen. Sie müssen das Geld zurückzahlen, bekommen aber nicht zurück. Ja, dritte Aussage, der Verbraucher ist in Bezug auf die Rücksendung vorleistungspflichtig gegenüber der Rückzahlung. Wie ist das im Rücktrittsrecht? Ist da jemand vorleistungspflichtig?
Ja? Ja, in 346 steht nichts Spezielles. Aber gucken Sie mal ein paar Paragraphen weiter. Zwei Paragraphen weiter. Ja? Ja, Paragraph 346 sagt, die Leistungspflichten müssen Zug um Zug erfüllt werden. Das heißt, keiner ist vorleistungspflichtig. Die müssen im Prinzip gleichzeitig erfüllt werden. Sie erinnern sich? Der Geiselnehmer auf der Brücke und der andere hat den Geldkoffer. Die treffen sich auf der Mitte. Keiner will zuerst leisten. Und das gilt beim Rücktritt auch. Keiner muss vorleisten. Jeder muss erst dann leisten, wenn der andere auch mit seiner Leistung da steht. Wie ist das jetzt beim Widerruf? Ist das da auch Zug um Zug? Ja, so ist es. Also, der Unternehmer muss erst dann das Geld zurückzahlen, wenn der Verbraucher ihm nachweist, dass er die Ware auf den Weg gebracht hat oder die Ware bei ihm angekommen ist. Ja? Es reicht nicht, dass der Verbraucher sagt, ich will mein Geld zurück. Der muss erst dann zahlen, wenn die Ware wieder zurückgekommen ist. Letzte Aussage. Der Verbraucher trägt die Rücksendekosten an den Unternehmer, wenn er richtig belehrt wurde und der Unternehmer diese nicht freiwillig übernimmt. Woraus ergibt sich das? Ja? So ist es. Paragraph 357 Absatz 6 sagt, die Rücksendekosten trägt der Verbraucher. Nochmal, die Hinsendekosten kriegt er zurück, aber die Rücksendekosten muss er tragen. Ja? Klar das System? Auch alle Unterschiede zwischen Widerruf und Rücktritt jetzt nochmal klar? Gut. Also Widerruf ist im Grundsatz einfacher, weil es viel weniger Anspruchsgrundlagen gibt. Es gibt keine Verwendungen, keine Nutzungen, keine nicht gezogenen Nutzungen und so weiter. So, wir haben aber letzte Woche auch angefangen mit den Gläubigern. Und wir haben gesprochen über die Mehrheit von Gläubigern. Und das ist ganz schön schwierig gewesen, weil da haben wir so tolle Worte kennengelernt wie Teilgläubiger, Mitgläubiger, Gesamtgläubiger. Und diese Frage zielt darauf ab, dass Sie herausfinden, was ist jetzt hier gemeint. Das war eine tolle Frage, oder? Die ist super. Keiner antwortet mehr. So, jetzt sind Sie alle ganz erstaunt. Ha. So, fangen wir mit der ersten Aussage an. Wenn die Nachbarn A und B zusammen Heizöl als Sammelbestellung ordern, sind sie Teilgläubiger. Erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was bedeutet denn Teilgläubiger? Wo finden wir was dazu im Gesetz? Ja? Ja, Paragraph 420. Was sagt uns 420 für diesen Fall? Was bedeutet denn Teilgläubigerschaft?
der Name schon sagt, bei Teilgläubigerschaft. Ja? Ja, jeder Gläubiger kann nur seinen Teil fordern und der Schuldner muss an jeden auch den richtigen Teil liefern. Das heißt, er wird nur befreit, wenn er gegenüber jedem Gläubiger den richtigen Teil liefert. Warum passt das auf unsere Heizölbestellung? Ja? So ist es. Es ist eine sogenannte Sammelbestellung. Das Ziel ist aber nicht, dass sozusagen ein Paket Heizöl geliefert wird, denn Sie wissen, Heizöl wird in Tankwagen transportiert. Und das wird nicht in Fässern gebracht oder sowas. Und dann wird das Heizöl im Zweifel in einen Tank im Keller gefüllt. Wenn das alles in den Tank des Nachbarns A gefüllt würde, hätte der Nachbar B im Winter kein Heizöl zum Heizen. Also will jeder der beiden Nachbarn wohl die Menge, die er haben will. Ja, jeder Nachbar kriegt einen Teil Heizöl. Einverstanden? Deshalb sind die beiden Teilgläubiger. Jetzt kommt, wenn A und B gemeinsam eine Vorspeisenplatte beim Griechen ordern, sind sie Mitgläubiger. Was sind Mitgläubiger? Ja. Ja, bei der Mitgläubigerschaft ist es so, dass der Schuldner an alle Gläubiger zusammen leisten muss. Er wird nicht frei, wenn er nur an A leistet, oder er wird auch nicht frei, wenn er nur an B leistet, sondern er muss an beide zusammen leisten, sonst wird er nicht befreit. Warum ist hier keine Gesamtgläubigerschaft gegeben? Warum kann er nicht nur an A leisten und sagen, teilt das untereinander auf, das ist mein Problem? Ist das eine dumme Idee? Warum würde er von seiner Pflicht gegenüber B zur Übergabe einer, wie soll man sagen, Vorspeisenplatte nicht befreit, wenn er nur A die Platte vor die Nase setzt und A die dann auf ist? Ich denke mal, wie groß die Vorspeisenplatte ist. Ja? Ja, in der Tat, A und B wollen vielleicht die Platte gemeinsam essen, aber sie wollen nicht sozusagen, dass einer die Verantwortung hat, das gerecht aufzuteilen, sondern sie wollen beide die Chance haben, direkt zuzugreifen. Das heißt, sie möchten nicht, dass das Verteilungsrisiko bei einem von beiden liegt, sondern das soll einfach fair aufgeteilt werden. Ich habe Ihnen gesagt, das ist der Regelfall. Wenn nichts gesagt worden ist, ist das im Zweifel das, was gewollt ist. Jetzt, wenn A und B ein gemeinsames Bankkonto haben, für das jeder eine Karte erhält, ein sogenanntes Oder-Konto, sind sie Gesamtgläubiger. Was heißt denn jetzt Gesamtgläubiger? Ja? Ja, jeder kann die Leistung ganz oder teilweise fordern und der Schuldner kann nach seiner Wahl an jeden der beiden ganz oder teilweise leisten. Weil hier jeder eine eigene Karte hat und weil jeder auf das Konto frei zugreifen kann, ist es praktisch so, dass es der Bank egal ist, wem sie das Geld auszahlt. Wer die Karte hat, kriegt das Geld. Also liegt hier eine Gesamtgläubigerschaft vor. Jeder kann das komplette Geld verlangen, indem er einfach die Karte reinsteckt, am Automaten zieht und abhaut. Ja? Aus Sicht des Schuldners ist es völlig egal, wie es aufgeteilt wird. Letzter Punkt. Wenn A und B gemeinsam eine Wohnung mieten, sind sie Gesamtgläubiger.
warum sind Sie hier nicht Mitgläubiger? Für Sie als WG-erfahrene Wohnungsmieter. Was sagen Sie dazu? Ja? Ja, also es handelt sich auf jeden Fall um eine unteilbare Leistung. Da sind wir bei 432. Und 432 sagt, es liegt Mitgläubigerschaft vor, wenn keine Gesamtgläubigerschaft vorliegt. Eine sehr hilfreiche Norm, die sagt, es liegt zumindest schon mal keine Teilgläubigerschaft vor. Da wären Sie auch so drauf gekommen. Das Bild ist weg. Aber da ist es noch da, lustigerweise. Naja. Es liegt keine Mitgläubigerschaft vor, wenn der Schuldner frei werden soll, wenn er an einen der beiden leistet. Und das entspricht dem, was man auch in der Praxis üblicherweise macht. Man sagt nämlich, es reicht, wenn einer den Schlüssel kriegt und oder die Schlüssel kriegt, der hat meistens mehrere Schlüssel. Und wie man das Ganze nutzt, ist das Problem der Mieter und nicht das Problem des Vermieters. Der Vermieter möchte nicht immer gegenüber beiden auftreten, sondern er sagt, ich gebe euch einmal die Schlüssel und dann guckt ihr, wie ihr die Wohnung teilt. Das ist euer Problem. Er muss nicht jedes Mal die Leistung gegenüber beiden erbringen, das heißt beiden den Gebrauch ermöglichen. Es reicht, wenn er einen gegenüber den Gebrauch ermöglicht und wir es dann untereinander ausmachen. So, wie gesagt, wir sind im Kapitel Parteien des Schuldverhältnisses. Wir haben den Gläubiger oder die Gläubiger, wie wir gesehen haben, es können auch mehrere sein. Dann kommt heute der Schuldner und dann kommt als Highlight morgen der Dritte. Ja, 1, 2, 3. Gläubiger, Schuldner, Dritter. So einfach ist Schuldrecht. So, zum Gläubiger. Wir haben darüber gesprochen, beim Gläubiger kann ich die Person austauschen durch Abtretung nach 398. Eine Mitteilung an den Schuldner ist nicht erforderlich. Wir haben auch gelernt, dass man den, der hier als AG, alter Gläubiger, und NG, neuer Gläubiger bezeichnet, auch mit tollen Fremdworten bezeichnen kann. Nämlich, wie heißt der Abtretende? Derjenige, der früher mal Gläubiger war und jetzt seinen Anspruch auf jemand anderen überträgt. Ja? Das ist der Zedent. Zedent ist der, der hier AG heißt. Wer ist denn dann der andere? Ja? Was meinen Sie? Das ist der Zessionar. Also der Zessionar ist der Neue und der Zedent ist der Alte. Und Sie erinnern sich, ich habe Ihnen diese tollen Merksprüche hier gemacht. Der Zedent ist abtretend. Ja? Der Zessionar ist der neue Gläubiger. Ja, ganz toll, das können Sie unheimlich gut merken. Oder der Zedent flennt. Ja, Sie sehen, das ist alles total einprägsam, das ist unheimlich wichtig, damit Sie diese Begriffe auf keinen Fall durcheinander werfen. So, in der Klausur müssen Sie bei einer Abtretung immer 4 Schritte prüfen. Schritt 1 ist, Sie brauchen einen Vertrag. Was ein Vertrag ist, wissen Sie alle, 145 folgende. Sie brauchen einen Antrag und eine Annahme, Geschäftsfähigkeit, Vertretung, keine Anfechtung, den ganzen Kram brauchen Sie hier. Zweitens, es muss eine Forderung überhaupt geben. Es muss jemand einen Anspruch haben, den er abtreten kann. Wenn es gar keinen Anspruch gibt, ist auch nichts da, was man abtreten kann. Dann
der über die Übertragung des Anspruchs kann ausnahmsweise ausgeschlossen sein. Und das steht in 399 erste Variante BGB zunächst mal. Sie können Ansprüche, die höchst persönlich sind, nicht übertragen. Dazu gehört im Familienrecht zum Beispiel der Anspruch auf eheliche Lebensgemeinschaft. Wenn Sie verheiratet sind und sagen, ach, mein Mann oder meine Frau gefällt mir nicht, können Sie nicht Ihren Anspruch auf Gemeinschaft von Tisch und Bett abtreten an Ihren besten Freund, Ihre beste Freundin und sagen, komm, geh du zu der Alten, ich trete dir meinen Anspruch ab. Sie können aber auch nicht abtreten, grundsätzlich, Ansprüche auf Dienstleistung. Wenn Sie sagen, ich bin der Chef, kann Ihr Chef nicht sagen, ich leise jetzt mal aus an irgendjemand anderen. Ab sofort sind Sie beim Toilettenputzunternehmen. Ihr Chef darf Ihre Dienste nicht abtreten. Und auch Gebrauchsüberlassungen lassen sich grundsätzlich nicht abtreten. Wenn ich Ihnen dieses wertvolle Gesetzesbuch leihe, dürfen Sie das grundsätzlich nicht weiterverleihen, weil ich darauf vertraue, dass Sie davor mit umgehen, aber Ihre Freunde kenne ich ja gar nicht. Deshalb sind auch diese Ansprüche grundsätzlich nicht abtretbar. Dann gibt es Ansprüche auf Urlaub zum Beispiel. Wenn Sie eines Tages mal für Geld arbeiten und sagen, ich bin so begeistert von meinem Job, ich brauche gar keinen Urlaub, können Sie nicht sagen, ich gebe meinem Kollegen meinen Urlaub ab, der kann meinen Urlaub für mich machen. Ja? Also diese Ansprüche lassen sich nicht abtreten, weil sie höchst persönlich sind. Es gibt aber auch Ansprüche, die sind kraft Gesetzes nicht pfändbar. Damit ist gemeint zum Beispiel Unterhaltsansprüche. Wenn Ihre Eltern Ihnen Unterhalt gewähren, entweder in Geld, indem sie Ihnen monatlich Geld zahlen, oder in Natur, indem sie Ihnen was zu essen geben und ein Dach über Kopf und Kleidung, dann kann man diese Ansprüche nicht pfänden, weil man möchte, dass Ihre Eltern auch Ihnen was Gutes tun können. Deshalb sind diese Ansprüche unpfändbar. Praktisch relevanter ist, Sie haben ein Existenzminimum in Deutschland und bestimmte Gehaltsgrenzen darf man nicht mehr pfänden. Das heißt, Sie haben ein pfändungsfreies Einkommen, was Ihnen keiner wegnehmen kann, was Sie verwenden sollen, um davon zu leben. Das sind aber Details, die Sie lernen werden im Familienrecht, im Zwangsverschreckungsrecht. Das heißt, in der Klausur jetzt kommt dieser Punkt nicht dran. Also 400 mit unpfändbar können Sie vergessen. Dann gibt es sogenannte Nebenrechte. Nebenrecht, jetzt fragen Sie, was ist denn Nebenrecht, Hauptrecht, Nebenrecht? Stellen Sie sich vor, es gibt so Sachen wie Hypotheken. Hypotheken bedeuten ganz einfach, da geht jemand hin und sagt, wenn diese Schuld nicht bezahlt wird, darfst du mein Grundstück versteigern, um das Geld zu kriegen. Oder ein Pfandrecht. Wenn Sie hier so in Bonn durch die Gegend gehen, gibt es manchmal so Pfandhäuser. Und manchmal gibt es sie auch bei RTL 2 im Fernsehen. Und was ein Pfandhaus macht, ist ganz einfach. Da kommt jemand hin und sagt, hier, gucken Sie mal, tolle Uhr, Citizen, wie viel geben Sie mir dafür? Und dann gibt er einem 50 Euro. Also die Uhr ist teurer, aber der gibt einem 50 Euro. Und mit diesen 50 Euro kann ich dann tun, was ich will. Und ich habe, je nachdem, einen Monat Zeit, die 50 Euro zurückzuzahlen. Wenn ich das tue und eine gewisse Verwaltungsgebühr, sagen wir 55 Euro, kriege ich meine Uhr zurück. Wenn ich das nicht tue, dann versteigert der die Uhr. Ja, Sie können also bei einer Pfandversteigerung können Sie richtige Schnäppchen machen. Da kriegen Sie dann Fernseher, Uhren, Küchenmaschinen, Schmuck, alles zum halben Preis. Ja? Und es gibt ganz verrückte Leute, die bürgen für jemand anderen. Sie kennen das vielleicht von Schiller. Nein, ich weiß, Literatur ist nicht so das Thema hier. Also ein Bürger sagt, wenn jemand nicht bezahlt, dann zahle ich für den. Praktischer Fall ist oft bei Mietverträgen mit Studenten, da müssen die Eltern eine Bürgschaft übernehmen und sagen, wenn mein Kind die Miete nicht zahlt, dann zahle ich die für das Kind. Auch das ist ein Nebenrecht. Und Sie können jetzt dieses Pfandrecht, die Bürgschaft und die Hypothek nicht abtreten. Weil die kleben immer an einer Forderung, nämlich an der Hauptschuld. Die kann man nicht voneinander trennen. Gut. Das müssen Sie aber auch nicht jetzt wissen, lustigerweise. Das können Sie also auch streichen, weil das kommt im Kreditsicherungsrecht. Und Kreditsicherungsrecht haben Sie erst im vierten Semester, das heißt noch lange hin. Ach, toll.
Verbotsgesetze. Verbotsgesetze haben Sie auch im ersten Semester kennengelernt, 134 BGB. Das praktisch häufigste ist 206 Strafgesetzbuch. Da steht nämlich drin, wenn Sie Arzt sind, sind Sie zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen also keinem sagen, dass jemand bei Ihnen Patient ist. Warum dürfen Sie das nicht? Stellen Sie sich vor, Sie sind Spezialist für Sexualkrankheiten und Sie sagen, der sowieso ist bei mir und der sowieso ist bei mir und der sowieso ist bei mir. Und danach haben die Leute halt ein gewisses Problem im sozialen Kontakt vielleicht. Und natürlich haben die Ärzte ein Problem. Wenn es nämlich Privatpatienten sind, müssen die irgendwie das Geld eintreiben. Und ein Arzt soll normalerweise Leben retten und nicht ständig vor Gericht rumhängen und seine Patienten verklagen. Deshalb treten die Ärzte ihre Forderungen an Inkassounternehmen ab und die setzen die gegen die Privatpatienten durch. Da kommen wir aber zum Problem, der Arzt muss ihnen natürlich sagen, wer der Patient ist, denn sonst können die Forderungen nicht durchsetzen. Und deshalb ist hier ein Verbotsgesetz im Spiel, nämlich unser Strafgesetzbuch, was uns sagt, Berufsgeheimnisträger dürfen was nicht verraten. Und wie kommen wir aus der Sache wieder raus? Ganz einfach, indem man sagt, dass die Inkassounternehmen wiederum von Ärzten betrieben werden, die auch zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Das heißt, es bleibt sozusagen im kleinen Kreis und damit ist man dem Problem aus dem Weg gegangen. Toll. Sehen, unheimlich spannende Sachen, kommt aber auch in der Klausur jetzt nicht dran, aber im Examen kommt das oft dran. Ebenfalls recht häufig ist 399 zweite Variante. Und das ist ganz bemerkenswert. Sie können nämlich im Vertrag vereinbaren, ich möchte nicht, dass meine Forderung abgetreten wird. Ich möchte, dass du mein Gläubiger bleibst und kein anderer. Du bist der einzige Mensch, dem ich vertraue, trete meine Forderung nicht ab. Und solche Vereinbarungen sind wirksam. Und wenn er dann doch abtritt, dann bleibt er trotzdem Gläubiger. Die Abtretung ist dann schlicht nichtig. Ja, also Ihre Vereinbarung hat die Wirkung, die Forderung kann nicht übertragen werden. Das ist eine Abweichung vom BGB AT. 137 BGB sagt nämlich, grundsätzlich können Sie die Übertragung von Gegenständen nicht wirksam verhindern. So, für Sie in der Klausur bedeutet das, de facto kann es nur um A oder E gehen. Die anderen Varianten würden voraussetzen, dass Sie schon Sachen gehabt haben, die erst später im Studium kommen. Das heißt, die können Sie erstmal im Hinterkopf behalten und in einem Jahr wieder rausholen. Der letzte Punkt ist die Berechtigung des Abtretenden. Das ist ganz lustig. Also wenn ich Ihnen sage, ich trete Ihnen Forderungen ab, die irgendjemandem gehören, dann werden Sie natürlich nicht gläubiger. Also wenn ich Ihnen sage, Sie schulden der Uni 100 Euro, und diese Forderung trete ich jetzt an Sie ab, dann bringt das nichts, weil Sie können nichts erwerben. In der Klausur wird die Nummer aber spannend, wenn sozusagen erst A an B abtritt, dann B an C, dann C an D und dann auf einmal wieder B an X. Und keiner weiß mehr, wer gläubiger ist und die Frage ist, welche Abtretung ist wirksam? Die müssen dann in der Klausur ganz chronologisch vorgehen und sagen, wer war zuerst Gläubiger, an wen hat der abgetreten, wer war dann Gläubiger und so weiter, um herauszufinden, war derjenige, der abgetreten hat, noch berechtigt. Gut. Ich habe oben geschrieben, Existenz und Bestimmbarkeit der Forderung. Jetzt fragen Sie sich, was soll das denn schon wieder heißen? Da geht es um folgendes Problem. Es gibt hier den Zedenten und der Zedent hat einen Anspruch aus 433.2 gegen den Schuldner. Er hat aber auch einen Anspruch aus 288 Absatz 1 gegen den Schuldner. Und, weil wir schon dabei sind, hat er auch noch einen Anspruch aus 280 Absatz 1 gegen den Schuldner. Er hat also drei Ansprüche. Und dummerweise sind alle drei Ansprüche auch auf Geld gerichtet. Und jetzt sagt er, ich trete dem Zessionar 100 Euro ab. Das sagt er. Und welche Frage müssen wir uns dann stellen, wenn er sagt, ich trete dem Zessionar 100 Euro ab?
Welche Forderung meint er denn? Es könnten 100 Euro aus 433.2 sein, es konnten 100 Euro aus 288.1 sein oder es können 100 Euro aus 288.1 sein. Es könnten aber auch sein 25 Euro aus 433.2, 25 Euro aus 288.1 und 50 Euro aus 288.1 oder 10, 10, 80 oder 80, 20, 0. Also wir können da beliebige Kombinationen bilden, man weiß nicht, was er abgetreten hat. Das heißt, eine solche Aussage, 100 Euro ist unwirksam. Er muss sagen, welchen der Ansprüche er meint. Er muss jetzt nicht die Norm nennen, dann würde es nie klappen. Sondern er muss irgendwie deutlich machen, welcher Lebenssachverhalt entscheidend ist. Er muss also klar machen, der Kaufvertrag. Oder die Schadensersatzforderung. Oder das Geld wegen dem Unfall. Irgendwie muss erkennbar sein, welchen der drei Ansprüche er meint. Wenn das nicht erkennbar ist, ist die ganze Abtretung unwirksam. Sie können nicht nur Forderungen abtreten, die Sie schon haben, sondern Sie können auch schon Forderungen abtreten, die Sie noch kriegen werden. Wenn Sie also sagen, ich werde morgen garantiert ein Buch verkaufen, dann können Sie sagen, die Forderung aus dem Buchverkauf morgen trete ich ab. Für die literarisch Interessierten, die kennen das aus den Märchen zum Beispiel, Rumpelstilzchen, der sagt, dein erstgeborenes Kind soll mir gehören, dasselbe klappt hier auch. Ja? Irgendwann wird sie ein Kind kriegen, also wird diese Sache schon in Zukunft abgetreten. Sie können Sachen abtreten, die erst später entstehen. Ja? Sie müssen nur deutlich machen, was es ist. Wenn Sie sagen, das erste Kind, ist es einfach. Wenn Sie sagen, ein Kind, ist es unbestimmt. Schwierig? Nein. 401 habe ich Ihnen schon erklärt. 402. 402 ist, ja, 401 war die Sache, Sie erinnern sich, Hypothek, Bürgschaft, Pfandrecht, können Sie nicht separat abtreten, weil die kleben an der Forderung dran, gehört ins Kreditsicherungsrecht, müssen Sie jetzt nicht kennen. 402 interessiert uns aber etwas näher. 402 sagt nämlich, es gibt bestimmte Nebenpflichten, wenn Sie abtreten. Die erste Nebenpflicht ist, Sie müssen Auskunft erteilen. Zum Beispiel müssen Sie dem sagen, wo der Schuldner denn wohnt, damit er den anschreiben kann. Sie müssen alle Informationen geben, die Sie über die Forderung haben, um die Rechtsdurchsetzung zu erleichtern. Sie müssen zweitens, wenn es Urkunden gibt, also wenn es ein Dokument gibt, wo drauf steht, ich schulde dem 100 Euro, dann müssen Sie diese Urkunde dem Zessionar übergeben, damit der diese Urkunde hat und sich mit der Urkunde notfalls vor Gericht durchsetzen kann. Und 403 sagt, Sie müssen eine Urkunde erstellen auf Wunsch, wo drauf steht, ich habe meine Forderung abgetreten an den sowieso, damit der, wenn es zum Streit kommt, sagen kann, hast du mir abgetreten, ich habe das schriftlich. Ja? Der Sinn der ganzen Sache ist einfach, den Zessionar zu schützen, dass er ein bisschen was in der Hand hat. Und damit kommen wir jetzt auch zu den schwierigen Vorschriften bei der Abtretung. Das war bisher alles nicht so spannend. Schwierig wird es jetzt, wenn wir uns 404 folgende angucken. Und wir fangen mal mit 404 an. Ich habe mal versucht, Ihnen das hier grafisch aufzumalen. Der Gläubiger hat mit dem Schuldner einen Kaufvertrag geschlossen. Daraus hat er zunächst mal einen Anspruch aus 433.2. Jetzt geht der Schuldner hin, und entweder er rechnet auf oder er zahlt in bar. Ja? Das ist das Zweite, was in unserem Fall passiert. Und als Drittes tritt der Gläubiger, weil er ein Schwein ist, die Forderung ab. Dann sagt uns 404, kann der Schuldner sagen, Moment mal, der Anspruch ist erloschen. Und alles, was er gegenüber dem alten Gläubiger sagen kann, kann er auch gegenüber dem neuen Gläubiger sagen. Wenn er also dem alten Gläubiger gegenüber sagen könnte, der Anspruch ist in Erfüllung untergegangen, kann er das auch gegenüber dem neuen Gläubiger sagen.
Das sagt 404. Da kämen Sie nie drauf, wenn Sie das so lesen, aber das steht da drin. Wichtig, selbst wenn der davon gar nichts wusste, wenn der dachte, das ist noch nie gezahlt worden, ist der nicht geschützt. Der neue Gläubiger hat Pech gehabt. Der Schuldnerschutz ist bei 404 vorrangig. Warum sage ich Ihnen das? Weil es gibt eine andere Norm, 407. 407 regelt einen ganz ähnlichen Fall. Wenn Sie die Sachen vergleichen, sehen Sie das? Springen zwar die Männchen ein bisschen hin und her, aber sonst ändert sich da kaum was. Sehen Sie das? Das ist toll, wie Zeichentrickfilm. So, 407, der wesentliche Unterschied ist, dass da, wo vorher eine 2 stand, jetzt eine 3 steht und da, wo jetzt eine 2 steht, jetzt eine 3 steht. Das soll bedeuten, zunächst mal hat der Gläubiger einen Kaufpreisanspruch gegen den Schuldner. Ja? Schon wieder kein Bild, da ist das noch. Ein Anspruch gegen den Schuldner, dann tritt er diesen Anspruch ab. Und weil er ein Schwein ist, weil der Gläubiger ist immer das Schwein in diesen Fällen, geht der Gläubiger hin und nimmt das Geld vom Schuldner an. Oder er lässt zu, dass der Schuldner ihm gegenüber die Aufrechnung erklärt. Dann sagt 407, erlischt die Forderung des neuen Gläubigers. Das heißt, der kriegt kein Geld mehr, der kriegt nichts mehr. Aber Voraussetzung dafür ist, dass der Schuldner gutgläubig ist. Der Schuldner muss also nicht gewusst haben, dass die Forderung abgetreten ist. Der Schuldner meint also, der alte Gläubiger sei weiterhin Gläubiger und deshalb hat er ihm gegenüber gezahlt oder aufgerechnet. Solange er also nicht informiert ist, darf der Schuldner weiter an den Zedenten zahlen. Der Grund dafür ist, der Schuldner soll Klarheit haben und wenn man ihm nichts sagt, soll er einfach weiter zahlen dürfen. Was passiert jetzt mit dem Geld, was der alte Gläubiger kriegt? Das gehört ihm ja eigentlich nicht. Das steht im Bereicherungsrecht 816 Absatz 2 BGB. Wenn Sie da mal reingucken, dann steht da drin, wird an einen Nichtberechtigten eine Leistung bewirkt. Anders ausgedrückt, zahlt unser F an eine Person, die gar nicht mehr sein Gläubiger ist, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist. Der Berechtigte ist eigentlich hier unser Zessionar, unser NG. Und die Forderung und die Verfügung ist ihm gegenüber wirksam, wegen 407. So ist der Nichtberechtigte, also hier wieder unsere AG, den Berechtigten zur Herausgabe des Geleisteten verpflichtet. Das heißt, der muss dem den Kaufpreis zahlen, den er von S erhalten hat. Ja? So einfach ist das. Schwierig? Nein, das war auch noch einfach. So. Wir können die Schwierigkeit aber durchaus steigern, indem wir nämlich jetzt noch auf 406 kommen. Ja? Also 404 und jetzt kommen wir auf 406. 406 ist ein ganz toller Fall, der Sie jetzt ganz begeistern wird. Schritt 1 wieder, es gibt diese Kaufpreisforderung. Ja, es gibt eine Kaufpreisforderung. Schritt 2, der Schuldner erleidet einen Schaden, weil die Sache explodiert. Schritt 3, der Verkäufer tritt schnell seine Forderung ab an NG. Und der Unterschied zum letzten Fall, das ist das Entscheidende, er sagt dem Schuldner das. Der sagt dem Schuldner, ja, du hast einen Schadensanspruch gegen mich, aber Aufrechnung kommt nicht in Frage, weil dein Gläubiger ist NG. Das ist dein neuer Gläubiger. Halt dich bitte an den. Dann sagt uns 406, jetzt wird es verwirrend, dass der Schuldner die Aufrechnung erklären kann gegenüber dem neuen Gläubiger.
Wenn Sie sich nochmal düster an die Aufrechnung erinnern, gucken wir mal in 387. Schon lange her, ich weiß. Aber das sollte man nie vergessen. Das haben Sie alle downgevotet, das tolle Skript zum Thema Untergang von Leistungspflichten. Ja, 3 von 5 Sternen, kann ich Ihnen sagen. Voll runtergevotet. So, 387, dann sehen Sie da als allererste Voraussetzung, schulden 2 Personen einander Leistungen. Wenn wir uns diesen Fall angucken, wie ist die Lage dann hier? Wir haben den NG. Hat NG eine Forderung gegen unseren Schuldner in diesem Fall? Ja, also total verwirrt. Keine Ahnung, was man kriegt. Also nochmal, erstens, AG und S schließen einen Kaufvertrag. Schritt 1. Zweitens, der S erleidet einen Schaden. Schritt 3, der AG tritt die Kaufpreisforderung ab an NG. Schritt 4, er teilt ihm das mit. Also der AG teilt dem S mit, dein neuer Gläubiger ist NG. Hat in diesem Fall NG eine Forderung gegen S? Ja, die Forderung aus dem Kaufvertrag nach 433.2 ist wirksam auf den S übergegangen, nach 398. Ja, ganz einfach. Gut, hat denn umgekehrt unser S eine Forderung gegen NG? Ja. Er könnte einen Anspruch aus 181 haben. Wer ist der Anspruchsgegner? Gegen wen richtet sich der Anspruch aus 181? Gegen den alten Gläubiger, gegen AG. Geht der mit über, wenn ich die Forderung abtrete? Was meinen Sie? Wenn ich meine Ansprüche abtrete, gehen auch die Schulden mit? Nein, Sie kriegen nur die Ansprüche, die Schulden bleiben bei Ihnen. Das heißt, eigentlich haben wir zwar einen Anspruch von NG gegen S, aber wir haben keinen Anspruch von S gegen NG. Ja? Und damit fehlt die erste Voraussetzung der Aufrechnung. Es gibt keine gegenseitigen Ansprüche. Wenn es keine gegenseitigen Ansprüche gibt, ist das ziemlich schlecht. Aber jetzt kommt unser toller 406. Der 406 sagt, und das ist völlig verworren formuliert, der Schuldner kann eine ihm gegen den bisherigen Gläubiger zustehende Forderung auch dem neuen Gläubiger gegenüber aufrechnen. Also sagen Sie, das ist einfach. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Es sei denn, dass er bei dem Erwerb der Forderung von der Abtretung Kenntnis hatte. Auch das können wir noch sagen. Wann hatte er Kenntnis von der Abtretung? In unserem Fall hier. Ja. Ja, in dem Moment, wo der alte Gläubiger uns gesagt hat, das heißt, nachdem er den Anspruch aus 481 hatte. Oder, jetzt kommt der schwierige Teil, dass die Forderung erst nach der Erlangung der Kenntnis und später als die abgetretene Forderung fällig geworden ist. Ja, also das ist immer wirklich verwirrend formuliert. Was soll uns das sagen? Stellen Sie sich das mal so vor. Es gibt, sagen wir, einen Anspruch, der ist gestundet. Der soll also erst gezahlt werden in 2 Wochen. Das hat man manchmal zahlbar innerhalb von 2 Wochen oder zahlbar in 2 Wochen sogar noch. Sie haben also 2 Wochen, wo Sie nicht zahlen müssen, wo Sie alle Ruhe haben. Jetzt wird dieser Anspruch schon abgetreten. Das ist möglich, Sie können Ansprüche, die noch nicht fällig sind, abtreten. Das ist gar kein Problem. Jetzt, nächster Schritt, es entsteht ein neuer Anspruch, bevor ich Kenntnis habe, weil mir die Abtretung noch nicht mitgeteilt worden ist, sagen wir aus 281.
Dieser Anspruch wird grundsätzlich auch mal sofort fällig. Aber auch hier können Sie eine Stundung vereinbaren und sagen, auch den Schadensersatz soll ich erst in 2 Wochen zahlen. Jetzt als nächstes kriege ich Kenntnis. Wird mir mitgeteilt, die Forderung ist eigentlich abgetreten worden. Und jetzt kommt die 2. Variante. Es ist die völlig verwirrend formuliert. Die sagt uns, die Forderung, die abgetreten worden ist, wird erst nach Erlangen der Kenntnis fällig. Das ist der Fall, weil diese 2-Wochen-Frist sagt, es wird erst später fällig. Und später als die abgetretene Forderung. Das heißt, wir haben zeitlich erst Kenntnis, dann Fälligkeit der abgetretenen Forderung und dann Fälligkeit der Forderung, mit der ich aufrechnen will. Wenn die Aufrechnungsforderung vorher fällig wird, kann ich wirksam aufrechnen. Machen wir morgen nochmal an einem Fall. Hä? Jetzt sind Sie verwirrt? Also, der erste Fall ist einfach, oder? Der erste Fall, wo es nur darum geht, gutgläubig müssen Sie sein, in dem Moment, wo der 280er-Anspruch entsteht. Da dürfen Sie nicht von einer Abtretung gewusst haben. Solange Sie da nicht von der Abtretung gewusst haben, können Sie aufrechnen, so viel Sie wollen. Der zweite Fall ist der schwierige Fall. Der zweite Fall ist deshalb schwierig, weil er voraussetzt diese Fälligkeitsklamotte. Fälligkeit, Sie erinnern sich, 271, ist der Zeitpunkt, in dem Sie Zahlung erstmalig erzwingen können. Das heißt, wenn Sie sagen, du hast noch 2 Wochen Zeit, erst dann musst du bezahlen, hat man 2 Wochen Zeit. Vorher muss man nicht bezahlen. Wenn Sie jetzt eine solche Verabredung treffen, können Sie trotzdem vorher schon abtreten. Sie können auch hinterher abtreten, spielt keine Rolle. Dann sagt aber der 406, 2. Variante, die Forderung, mit der Sie aufrechnen wollen, das heißt unser 281, muss nach Erlangen der Kenntnis und später als die abgetretene Forderung fällig geworden sein. Was soll das bedeuten? Nochmal. Es bedeutet, dieser 281er-Anspruch muss oder darf nicht, so muss man formulieren, darf nicht fällig geworden sein nach dem Anspruch aus 433.2. Ja? Das ist die Aussage. Ich male Ihnen das morgen nochmal auf. Dann ein schönes Bild, das können Sie an die Wand hängen. So. Bisher haben wir nur Vorschriften gehabt, nämlich 404, 407 und 406, die unseren S schützen sollen. Den da oben rechts. Sehen Sie das? Der S wird geschützt, weil er kann noch aufrechnen. Er kann auch an den alten Gläubiger zahlen. Und er kann alle Einwendungen und Einredungen geltend machen, die er gegenüber dem alten Gläubiger hatte. Das heißt, alle drei Vorschriften 404, 406 und 407 schützen den Schuldner und nur den Schuldner. Warum fehlt der 405 in dieser Reihe? Ich kann auch bis 7 zählen, deshalb, weil jetzt die 5 fehlt, weil der 405 schützt den neuen Gläubiger. 405 schützt unseren NG in diesem Bild, also den hier. Und zwar sagt er, wenn Sie eine Forderung abtreten, die gar nicht existiert, dann ist die Abtretung trotzdem wirksam, wenn es ein Papier gibt, wo das draufsteht. Wenn Sie also sich einen Scherz machen und sagen, ich verkaufe meinen Gesetzestext für 50 Euro an sowieso, und Sie erstellen ein Papier, wo das draufsteht. Wo draufsteht, A verkauft seinen Gesetzestext für 50 Euro an B, Unterschrift A, Unterschrift B. Dann kann man mit dieser Urkunde hingehen und den Anspruch abtreten. Auch wenn das nur ein Scheingeschäft war. Beide sich einig waren, dass es keine Verbindlichkeit begründen sollten. Und derjenige, der diesen Anspruch erwirbt, ist dann Gläubiger geworden. Der Anspruch entsteht mit der Abtretung. Sie werden so behandelt, als hätten Sie wirksam eine Kaufpreisschuld vereinbart. Was lernen Sie daraus? Wenn Sie Scherze machen, möglichst nicht schriftlich.
Das Ganze gilt auch bei notariellen Verträgen. Und das ist für die Fälle, die Sie im ersten Semester gehabt haben, ganz interessant. Wenn Sie diese typische Vereinbarung haben, das Grundstück hat einen Wert von 500.000. Sie wollen aber Grundsteuer und Notargebühren sparen und machen deshalb nur einen Wert von 300.000 im notariellen Vertrag, sind sich aber insgeheim einig, dass Sie 500.000 zahlen wollen, dann bewirkt die Abtretung, dass wirksam ein Anspruch auf Übereignung des Grundstücks entsteht, obwohl der Grundstückskaufvertrag eigentlich nichtig ist. Denn die notarielle Urkunde ist ein solches Dokument im Sinne von 405. Sie können also Scheingeschäfte wirksam werden lassen. Das Zweite, wenn Sie vereinbart haben, dass die Abtretung ausgeschlossen ist, aber eine Urkunde erstellt haben, wo das nicht draufsteht, worauf ich schulde B 100 Euro und Sie haben vergessen reinzuschreiben und das darf nicht abgetreten werden, dann können Sie sich nicht auf dieses Abtretungsverbot berufen, wenn ein Dritter die Forderung erworben hat. Denn der kann sagen, hier steht davon nichts und ich konnte das nicht wissen. Das heißt, der 405 schützt den neuen Gläubiger vor Überraschungen. Er erwirbt eine Forderung mit einem Papier und wenn das Papier keine Sachen verrät, kann er sich auf Papier verlassen. Papier hat also einen Beweiswert. Natürlich gilt das nicht, wenn er es selber besser wusste oder wenn er es hätte wissen können. Das heißt, wenn er bei Anwendung der verkehrserforderlichen Sorgfalt sofort erkannt hätte, ach, kann ja wohl nicht ernst gemeint sein. Das heißt, dann ist er nicht geschützt. Ansonsten kann man aufgrund dieses Papiers gutgläubig erwerben. Ja? Das schützt also unser Neugläubiger und es gilt bei Scheingeschäften und Abtretungsverboten, für alles andere nicht. Das waren die Vorschriften zum Schutz des neuen Gläubigers. Und jetzt kommen wir zu den ganz verwirrenden Regelungen, 409, 410. 409 betrifft den Fall, dass der alte Gläubiger gesagt hat, ich habe die Forderung abgetreten. Also AG kommt zum Schuldner und sagt, ich habe die Forderung abgetreten. Oder der alte Gläubiger hat eine Abtretungsurkunde erstellt, wo drauf steht, ich habe abgetreten und die wird dem Schuldner vorgelegt. Dann ist es nach dem Gesetz völlig egal, ob der Schuldner weiß oder wissen könnte, dass die Abtretung möglicherweise unwirksam ist. Erst dann, wenn ihm der Abtretungsempfänger, also der Zessionar, mitteilt, dass das alles unwirksam ist, erst dann kann er davon ausgehen, dass die Abtretung unwirksam ist. Ansonsten muss der Schuldner davon ausgehen, nach Anzeige oder Urkundenvorlage, dass die Abtretung wirksam erfolgt ist und sein Gläubiger jetzt der neue Gläubiger ist. Und das kann ich erst dann wieder kaputt machen, wenn der neue Gläubiger was dagegen sagt. Der Schuldner ist also absolut geschützt damit, wenn man ihm eine Urkunde vorlegt, dass das, was da drin steht, richtig ist, oder wenn man ihm das mitteilt, dass das wohl stimmen wird. 410 BGB sagt, der Schuldner darf die Leistung verweigern, bis ihm eine Urkunde oder Anzeige vorgelegt worden ist. Die Idee dahinter ist, wenn irgendjemand kommt und sagt, übrigens, mir ist eine Forderung abgetreten worden, muss ich an den erst dann zahlen, wenn er mir beweisen kann, dass wirklich abgetreten worden ist. Ohne Beweis muss ich nur den alten Gläubiger zahlen. Da kann ja jeder kommen. Ja? Klar der Sinn von 409 und 410. Wenn jemand eine Urkunde hat, kann ich mich darauf verlassen. Wenn jemand keine Urkunde hat, muss ich an den nicht zahlen. Ich darf so lange sagen, ich zahle nicht an dich, bis die Sache geklärt ist. Mit Urkunde sicher und ich darf zahlen, selbst wenn es alles unwirksam ist. Ohne Urkunde darf ich verweigern. Ich muss nicht verweigern, wenn ich zahlen will, kann ich es machen. Wenn die Abtretung unwirksam ist, habe ich dann aber Pech gehabt. Daher sollte man sich bei Abtretungen immer auch die Abtretungsurkunde zeigen lassen. Ja, wenn Sie jetzt die Normen durchgehen, werden Sie feststellen, ich habe eine einzige Norm nicht erwähnt und das ist 408. Die 408
betrifft die Kettenabtretung. Kettenabtretung in dem Sinne, A tritt ab an B, B tritt ab an C, C tritt ab an D, D tritt ab an E und so weiter. Dann sagt 408, gilt zugunsten des Schuldners 407 entsprechend, wenn er an irgendjemanden aus der Kette leistet, wenn er nicht genau weiß, wer dahinter kommt. Ja? Also der Sinn dahinter ist, wenn A an B abtritt und B an C abtritt und C an D abtritt, dann kann er an den letzten Zahlen, der ihm mitgeteilt worden ist, egal wer das ist, er muss nicht die Kette weiter verfolgen. Schwierig? Nein. Also nochmal, 404, 406, 407 schützen den Schuldner. 405 schützt den neuen Gläubiger. 410, 411, 409, 410 sollen sicherstellen, dass Klarheit herrscht, indem eine Urkunde verlangt werden kann. Und 408 betrifft die Kettenabtretung und sagt, jede Stufe der Kette wird genauso behandelt wie die erste Abtretung. Schwierig? Nein, das ist total einfach. So, das ist die Abtretung. Ja? Merken Sie sich unbedingt den Unterschied zwischen 404, 406 und 407. Die drei Normen müssen Sie kennen. Alle anderen Normen sind nicht so wichtig. 406, 407 und 404. Ja, das war auch schon alles zum Gläubiger. Damit kommen wir zum Schuldner. Der Schuldner ist derjenige, der hier rechts steht. Das ist derjenige, gegen den der Anspruch auf die Leistung geht, der die Leistung also erbringen muss. Und nochmal der Hinweis, bei gegenseitigen Verträgen ist jeder Schuldner und Gläubiger. Der Käufer ist Schuldner des Kaufpreises, er ist aber Gläubiger der Übergabe und Übereignung. Der Verkäufer ist Schuldner der Übergabe und Übereignung, aber er ist Gläubiger des Kaufpreises. Ja? So, diesmal fangen wir genau umgekehrt an wie beim Gläubiger. Kann man den Schuldner austauschen? Ja, wenn man den Gläubiger austauschen kann, wird man auch den Schuldner austauschen können. Und der einfachste Fall ist, Sie sterben. Also wenn Sie Harakiri begehen, dann muss es irgendwie einen neuen Schuldner geben, weil Sie können nichts mehr zahlen. Sie sind nämlich tot. Deshalb sagen uns 1922, 1967 BGB, die Erben zahlen die Schulden des Verstorbenen. Ja? Also wenn Sie wissen, die sterben in zwei Wochen, hauen Sie auf den Putz, Ihre Erben zahlen für Sie. Dann haben wir hier so ganz verrückte Sachen, Betriebsübergang. Wenn ein Unternehmen gekauft wird, gehen die Arbeitnehmer mit auf den Erwerber über. Weil irgendjemand muss ja dann auch die Arbeitsleistung in Empfang nehmen und der alte Chef hat da keinen Bedarf mehr, der hat nämlich das Geld und sitzt in seiner Villa auf der Karibik. Dann hat man auch sowas im Gesellschaftsrecht, Anwachsung, Umwandlungsrecht, Gütergemeinschaft. Das müssen Sie erst im vierten Semester bei Herrn Koch lernen. Yeah, den wollen Sie wieder sehen. Der macht mit Ihnen die Anwachsung. Das meint ganz einfach, wenn Sie mit drei Freunden eine Gesellschaft gründen und einer scheidet aus, dann fällt das, was dem gehört hätte, das Drittel, auf die beiden anderen. Dann kriegt jeder von dem Drittel halt die Hälfte. Ja? Also ein Drittel geteilt durch zwei, jeder kriegt ein Sechstel. Toll, das war Mathe-Leistungskurs. Und wenn Sie Umwandlungsrecht machen wollen, müssen Sie Schwerpunktbereich 2 machen, da gibt es eine Vorlesung zu. Und wenn Sie Gütergemeinschaft machen wollen, dann müssen Sie irgendwas mit Familienrecht machen. Dann fragen Sie mal jemanden, der Familienrecht kann, das kann ich nicht. So, das sind aber alles Fälle, die Sie nicht unbedingt kennen müssen. Was Sie kennen müssen, ist die Schuldübernahme. Die Schuldübernahme ist geregelt im BGB direkt hinter der Abtretung. Das ist einfach. Sehen Sie das? Erst kommt die Abtretung, dann kommt die Schuldübernahme. Und
Warum steht hier privativ befreiend? Ganz einfach, die Schuldübernahme führt dazu, dass der alte Schuldner nicht mehr zahlen muss. Der ist komplett raus, der hat frei. Sondern stattdessen zahlt jemand anderes. Das ist für ihn eine ganz tolle Sache. Der hat Ruhe und jemand anderes erfüllt seine Pflichten. Es gibt aber auch den Schuldbeitritt. Schuldbeitritt heißt, aus einem Schuldner macht zwei. Da kommt jemand und sagt, ich stehe neben dir. Wir bilden eine gemeinsame Front und sie können dann beide zahlen. Ganz besonders toll für den Gläubiger, der freut sich, weil er nicht mehr einen, sondern zwei Schuldner hat. Wir haben auch die sogenannte Erfüllungsübernahme. Es kann jemand kommen zu Ihnen und sagen, ich übernehme das für dich. Ja? Ich zahle das für dich, keine Sorge. Typischerweise so Freunde oder Eltern, die sagen, ach komm, die Schulden kommen, zahle ich dir mal kurz. Ja? Papa kommt und zahlt. Das ist interessanterweise ganz woanders geregelt, nämlich in 329 BGB. Den gucken wir uns morgen an, wenn wir uns mit Dritten beschäftigen. Merken Sie sich nur schon mal, das ist was ganz anderes. Die Erfüllungsübernahme führt nämlich dazu, dass er Ihnen gegenüber verpflichtet ist, Ihre Schulden zu bezahlen. Papa sagt, ich zahle und Sie können sich auch verlassen, dass er zahlt. Der Gläubiger kann aber daraus keine Ansprüche herleiten. Der Gläubiger kann von Papa nichts verlangen, nur Sie können Papa verklagen, dass er Ihre Schulden bezahlt. Und der letzte Fall ist die sogenannte Vertragsübernahme. Bei Vertragsübernahme ist es so gedacht, dass Sie nicht nur die Schulden übernehmen, sondern auch die Ansprüche. Sie kriegen also das Gute wie das Schlechte. Das haben Sie manchmal im Mietrecht. Sie treten in den Mietvertrag ein, übernehmen alles Gute und Schlechte mit. Alles, was dabei ist, egal ob gut oder schlecht. Die Schuldübernahme in 414 geregelt, funktioniert im Grundsatz, dass der Dritte durch Vertrag mit dem Gläubiger die Schuld übernimmt. Das heißt, der Grundsatz nach 414 ist, der alte Schuldner wird gar nicht gefragt. Es kommt also jemand und sagt dem Gläubiger, ich zahle das schon, er sagt wunderbar, dann ist der alte Schuldner frei und die Sache ist erledigt. Dazu gibt es aber einen Meinungsstreit, ja, der Sie jetzt völlig verwirren wird. Es gibt nämlich Leute, die sagen, das ist doch schon komisch. Der Gläubiger kann nicht einseitig durch Willenserklärung auf einen Anspruch verzichten. Das haben wir gelernt. 397 BGB, der Erlass erfolgt durch Vertrag. Beim Erlass muss der Schuldner zustimmen. Wenn ich also sage, Sie brauchen nicht zu zahlen und Sie sagen, ich will aber zahlen, dann habe ich weiterhin einen Anspruch. Ich kann Sie nicht einseitig aus Ihren Pflichten entlassen. Hiernach dürfte ich aber einfach Sie entlassen und mich einen anderen ersetzen und müsste Sie nicht fragen. Und dann sagen viele, das ist doch widersprüchlich, das BGB an einer Stelle sagt, rausschmeißen kann Sie nicht, aber ersetzen durch irgendjemanden ist möglich. Das kann ja vom Ergebnis her nicht sein und deshalb müsste hier auch der Schuldner gefragt werden. Die Gegenansicht verweist auf einen anderen Paragraphen, den wir schon kennengelernt haben, nämlich 267 Absatz 1 Satz 2, wenn der Dritte einfach kommen würde, der neue Schuldner, und direkt bar bezahlt, sagt 267, erlischt die Forderung. Und zwar unabhängig davon, ob der Schuldner widerspricht oder nicht. Und wenn er sozusagen schon zahlen darf, kann er sich schon dazu verpflichten. Das ist ja nur der Vorschritt sozusagen dazu. Und deshalb ist es kein Wunder, dass BGB in 414 das Wort Schuldner gar nicht erwähnt. Also es ist auch schon auf bisherige Schuldner, aber dass der nichts zu sagen hat. Dann, was Sie hier auch sehen, es gibt eine zweite Variante in 415 BGB. 415 BGB ist eine Luftnummer, kann ich Ihnen sagen. 415 sagt nämlich, wenn die Schuldübernahme von dem Dritten mit dem Schuldner vereinbart wird. Das heißt, Sie gehen zu jemandem hin und sagen, willst du nicht meine Schulden zahlen? Und der sagt, aber gerne doch. Ja? Also Sie als Schuldner gehen hin und sagen, willst du meine Schulden zahlen? Und der sagt, ja. Dann sagt 415, reicht das nicht, damit die Schuldübernahme wirksam ist, sondern die Wirksamkeit hängt von der Genehmigung des Gläubigers ab.
warum muss der Gläubiger hier zustimmen und hier nicht? Also warum muss der Schuldner hier nicht zustimmen, der Gläubiger hier aber schon? Können Sie sich das erklären? Also in beiden Fällen wird der Gläubiger gefragt. Der Gläubiger ist sozusagen unverzichtbar bei diesen ganzen Verträgen. Warum muss der Gläubiger bei der Schuldübernahme immer zustimmen? Genau so ist es. Also in der Tat, der Schuldner hat nur einen Vorteil, das heißt, dessen Wille ist eh egal. Wenn die Schuldübernahme wirksam ist, wird er befreit von seiner Pflicht, kann sich also freuen. Der Gläubiger kriegt aber jetzt einen neuen Schuldner. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Anspruch gegen Bill Gates. Dann wissen Sie, der zahlt Ihnen auf jeden Fall sofort Ihr Geld. Und jetzt ist Bill Gates zufällig hier in Bonn zu Besuch. Sie denken sich, jetzt kriege ich mein Geld endlich. Und er trifft in der Bahnhofsunterführung irgendwie einen netten Mann, der sagt, hast du mal einen Euro? Der sagt, nee, aber ich habe Schulden, willst du nicht meine Schulden haben? Und dann sagt er, oh ja, die nehme ich gerne, ich habe eh so viele Schulden. Und dann wird ausgetauscht Bill Gates gegenüber dem armen Mann aus der Bahnhofsunterführung. Dann hätten Sie ein Problem, weil Ihr Anspruch wäre auf einmal nichts mehr wert. Bisher hatten Sie einen reichen Schuldner, der viel Geld hatte, und jetzt haben Sie einen armen Schuldner. Und das soll nicht gegen Ihren Willen passieren. Sie sollen nie reich gegen arm tauschen können, gegen den Willen des Gläubigers. Bei der Abtretung, wohlgemerkt, wird der Schuldner auch nicht gefragt. Bei der Abtretung, wenn ein neuer Gläubiger kommt, der viel strenger ist vielleicht und Sie viel brutaler verfolgt, Hilfsal. Also Sie kennen das Inkassounternehmen. Es wird abgetreten als Inkassounternehmen und die kommen dann und bedrohen Sie und sagen, zahl oder stirb. Das ist halt Schicksal. So, nochmal, die müssen differenzieren, auch bei der Schuldübernahme, zwischen der Schuldübernahme und dem zugrunde liegenden Geschäft. Genauso wie bei der Abtretung, Sie haben einen Kaufvertrag über eine Forderung und der wird erfüllt durch Abtretung, haben Sie hier zum Beispiel eine Schenkung. Sie schenken jemandem die Befreiung von den Schulden, das ist eine Schenkung, und die Schenkung wird erfüllt durch die Übernahme der Schulden. Ja? Also die Schuldübernahme ist ein Verfügungsgeschäft, das ist abhängig von einem Verpflichtungsgeschäft. Und das ist meistens eine Schenkung. Die Schuldübernahme bedarf dann einer Form, wenn die Verpflichtung, die übernommen wird, ebenfalls formbedürftig war. Wenn Sie also bei einem Grundstücksgeschäft die Schuld übernehmen wollen, müssen Sie auch wieder zum Notar rennen. Ansonsten geht die Schuldübernahme formlos. Die Folgen der Schuldübernahme sind relativ harmlos. Zunächst mal haben Sie ähnlich wie in 404 eine Regelung in 417. Also 417 entspricht 404 und der sagt, der neue Schuldner kann alle Einwendungen des alten Schuldners geltend machen. Wenn der alte Schuldner also sagen könnte, du hast ja noch gar nicht geleistet und deshalb leiste ich nicht nach 320, kann das der neue Schuldner auch. Ebenso kann der neue Schuldner zum Beispiel sagen, das ist unmöglich und deshalb ist die Leistung untergegangen. Oh, das ist schon erfüllt. All das kann der neue Schuldner genauso wie der alte Schuldner sagen. Allerdings, wenn Sie mal gucken, hat 417 dummerweise in Absatz 1 noch einen Satz 2, der sagt, aufrechnen darf er nicht. Das heißt, das, was wir in 406 haben, gibt es hier nicht. Es gibt keine Entsprechung zu 406. Der neue Schuldner darf nicht aufrechnen. Er darf mit seinen Forderungen aufrechnen, aber nicht mit den Forderungen des alten Schuldners. Also, er kann nicht sagen, wieso, der schuldet dir noch Geld, dann rechne ich mal für dich auf. Das kann er nicht machen. Dann sagt 417 Absatz 2, Einwendungen aufgrund des Schenkungsvertrages oder sonstigen Vertrages, wie der Schuldübernahme zugrunde lag, kann er nicht gegenüber dem Gläubiger geltend machen, weil der Gläubiger hat
hat hier Abstraktionsprinzip zu beachten. Und 418 BGB betrifft schon wieder Kreditsicherungsrecht. Da geht es darum, wenn sich Ihr Papa für Ihre Mietschulden verbürgt hat und Sie finden jemanden, der Ihre Mietschulden übernimmt und der Vermieter sagt, das ist auch in Ordnung, dann sagt 418 BGB, muss Papa keine Bürgschaft mehr zahlen. Weil mit dem Neuen hat er nichts zu tun, den kennt er im Zweifel gar nicht, den neuen Schuldner. Das heißt, die Bürgschaft hängt an Ihrer Person. Wenn Ihre Schuld auf jemand anderen übergeht, ist Ihr Papa raus. Logisch, wir sind auch so drauf gekommen. Steht aber im BGB drin. Das ist die Schuldübernahme. Die Schuldübernahme spielt praktisch keine allzu große Rolle, weil Menschen, die freiwillig fremde Schulden übernehmen, gibt es wenige. Also jemand, der sagt, ich zahle deine Schulden, kommt recht selten vor. Häufiger kommt vor der Schuldbeitritt. Schuldbeitritt heißt, aus einem Schuldner macht zwei. Sie schulden jemandem 100 Euro und jemand anders sagt, ich stehe dafür gerade, dass der zahlt. Das ist ein Schuldbeitritt. Der Schuldbeitritt bedarf keiner Form. Das heißt, Sie können einfach sagen, ich bin dabei. Und der ist abzugrenzen von dieser Bürgschaft, die ich Ihnen eben erklärt habe. Sie erinnern sich, wenn Papa sagt, wenn mein Kind nicht zahlt, zahle ich. Und der Unterschied ist ganz einfach. Beim Schuldbeitritt sagen Sie, wähl dir einen aus. Entweder ich zahle oder der andere zahlt, das ist deine Entscheidung. Wir stehen nebeneinander und kämpfen miteinander. Einer für alle, alle für einen. Bei der Bürgschaft stehen Sie hinter dem anderen und sagen, wenn der nicht zahlt, kannst du mir kommen. Aber erst mal an den soll sich wenden. Ich bin nur der Nachrangige. Also Bürgschaft heißt, vorrangig der, nachrangig ich. Schuldbeitritt heißt, wir stehen nebeneinander. Freunde fürs Leben. Und last but not least, die Vertragsübernahme. Vertragsübernahme gibt es keine Regelung zu im BGB, aber es gibt gesetzliche Übergangsvorschriften, nämlich 566, wo drin steht, wenn Ihr Vermieter sein Haus verkauft, geht Ihr Mietvertrag auf den neuen Eigentümer über. Das heißt, der neue Eigentümer muss Ihnen die Räume überlassen und der neue Eigentümer kriegt auch die Miete. Das steht in 566 BGB. Den machen wir, wenn wir Mietrecht machen, in 2 Wochen oder 3 Wochen. Rein praktisch ist eine Vertragsübernahme eine Abtretung aller Forderungen und eine Schuldübernahme aller Schulden. Das heißt, ich tausche alles komplett aus und bin da einfach da. Auch für die Zukunft. Das kann man also so konstruieren. So. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt zum Thema Schuldner, nämlich was gilt bei mehreren Schuldnern. Und das ist ganz einfach. Wir haben nämlich hier dasselbe wie bei den Gläubigern, das gehen hier alle schon. Dasselbe wie bei den Gläubigern. Wir haben nämlich die Teilschuld, geregelt in 420. Das bedeutet, jeder schuldet nur seinen Teil. Also der eine 100 Euro, der zweite 20 Euro, der dritte 50 Euro. Und ich muss jeden auf seinen Teil verklagen. Die zweite Regelung ist 421. 421 ist die Gesamtschuld. Gesamtschuld bedeutet, jeder haftet bis zum vollen Betrag. Der Gläubiger kann sich also aussuchen, ob er von jedem einen Teil haben will oder einen auf den ganzen Betrag verklagt. Jeder steht für die anderen gerade. Und dann haben wir noch die gemeinschaftliche Schuld, die ist im Gesetz nicht geregelt. Das ist der Parallelfall zu 432. Wir haben eine unteilbare Leistung, die nur gemeinsam von allen erbracht werden kann. Und das tolle Beispiel dazu ist, das können Sie sich kaum vorstellen, ein Orchester. Stellen Sie sich vor, Sie wollen heiraten und Sie bestellen eine Band und die Band besteht aus einem Keyboardspieler, einem Sänger und einem Saxophonisten. Und jetzt kommt von den dreien nur der Sänger. Die beiden anderen kommen leider nicht.
dann kann der Sänger die Leistung Live-Unterhaltung nicht erbringen, weil er braucht die beiden anderen dazu. Das heißt, es müssen alle gleichzeitig da sein, um die Leistung zu erbringen. Also nochmal, Teilschuld, jeder haftet auf einen bestimmten Teil. Gesamtschuld, jeder haftet auf die gesamte Leistung. Und gemeinschaftliche Schuld, alle müssen zusammen die Leistung erbringen. Die Gesamtschuld ist der praktische Regelfall. Das folgt aus Paragraph 427 BGB, wo drin steht, im Zweifel, wenn sich Leute freiwillig gemeinschaftlich verpflichten, ist das eine Gesamtschuld. Die Gesamtschuld setzt voraus, dass der Gläubiger die Leistung nur einmal verlangen kann, aber jeder Schuldner die im vollen Umfang erbringen muss. Das heißt, der Gläubige hat ein Wahlrecht, der ist in einer Pascha-Stellung und kann sich einen beliebigen Schuldner rausholen und sagen, du zahlst. Das hat über den 421 hinaus eine weitere ungeschriebene Voraussetzung. Und diese ungeschriebene Voraussetzung ist, dass die Schuldner gleichstufig haften sollen. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen eben gesagt, bei der Bürgschaft stehen die Leute hintereinander. Da haben Sie den vorrangigen Schuldner und den Bürgen. Für Gesamtschuld müssen die Schuldner gleichrangig nebeneinander stehen. Das heißt, zum Beispiel bei einem Schuldbeitritt hätten Sie eine Gesamtschuld. Das ist unabhängig davon, was die Anspruchsgrundlage ist. Also Vertrag und Delikt stehen nebeneinander. Ebenso ist es egal, ob das hier Nachbesserung oder Schadensersatz ist. Entscheidend ist nur, dass keiner vorrangig haftet. Vorrangig haftet zum Beispiel der Schädiger, wenn er sie schlägt. Wenn ihm jemand was auf die Nase gibt, haftet vorrangig der Schläger und nachrangig möglicherweise eine Versicherung. Oder in unserem Bürgenfall, der Bürge steht nur dann gerade, wenn bezahlt wird, das heißt, der Bürge ist nachrangig. So, das merken Sie sich bitte bis morgen. Morgen sehen wir uns dann wieder um 10 Uhr in diesem Raum.